Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir befinden uns hier auf der Sevastopol Station. Und ja, hier fällt alles auseinander, hat es zuerst geheißen. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. In der letzten Folge bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil auf so einem Terminal war der Schlüssel zum Strom einschalten und den habe ich nicht ganz gecheckt. Kann man da drüber springen? Ich hoffe jetzt, dass ich nicht schon wieder hänge. Komm schon, da kannst du doch durch. Ist doch gar nicht so dick. Kann man da unten durch? Benutzen. Ah, okay. Keep closed at all times. Was kann man denn da aufmachen? Ach, das da, okay. Putzroboter. Von Harold. Schrott. Nicht gut. Ja, wie gesagt, die Station fällt auseinander. Da war schon wieder. Ich habe gerade die ganzen Flüge hier durchgelesen und habe gehofft, dass man vielleicht die Erde oder so auch irgendwie irgendwo sieht, aber nie. Man nicht. So, wo sind wir denn jetzt schon wieder hingekommen? In irgendeine Halle? Funktioniert nicht. Was haben wir hier? Ein Snack in einer goldenen Verpackung, wo Eat draufsteht. Oder soll das Meat heißen? Und man kann das eben gerade nicht lesen. Wer weiß, wer weiß. Steht da User's Manual, okay. True Handbook. Oh. Hier gab es anscheinend Leichen. Oh, hier gab es anscheinend ein paar Leichen. Was ist das jetzt? Was? Da leuchtet was. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Das da vorne muss der Ausgang sein. Das da? Wartungsheber benötigt. Ionenschneider. Wartungsheber, was denn noch alles? Luther's will pay. Strom wiederherstellen, ich muss dir unbedingt fragen. Da ist offen. Schön. Eine offene Tür, ich glaub's fast gar nicht. Es muss eine Falle sein. Ein Generator, okay. Gucken wir mal. Thank you.
Was für eine schlimme Melodie. Okay, hier ist nichts. Hat jemand geschlafen? Was ist denn das für ein Buch? Ups, ich wollte das Buch nicht unbedingt mit den Füßen treten. This Man, This God. Ach, unten Frauenmagazin. Toll. Oh. Liegt da eine Waffe? Da kann man rein. Ionenschneider benötigt. Liegt da ein Totenkopf? Das ist ja ein wildes Magazin. Was haben wir hier? Nix. Ach, es gibt einen Ionen- und einen Plasmaschneider. Toll. Gott. Wir kamen von hier. Da liegt Stopp. Man hört ziemlich viele Geräusche im Hintergrund. Was sonst? Sonst ist hier nichts mehr. Na gut. Was ist das? Aber immer so Kleinigkeiten, ne? Fuck the Marshals. Na dann. Ah, Schach, lass uns eine Partie Schach spielen. Ist witzig, Arbeitskollegen und ich haben gerade erst über Schach geredet. Mhm. Terminal. Und ein Foto von dem Mustang und von der Frau. Speicherpunkt. Super. Was war das? Bist du? Ach so, ist eine Tür, okay. Waits lead to us, okay. Oder? Ja. Ist hier irgendwas? Nee. Nur ein Raum. Sonst nichts. Okay. Toll. Hier brauchen wir so einen scheiß Wartungsheber wieder. Moonquake. Schöne Bücher. Was ist das? Ach nö, oder? Ist das eine, so eine Retro-Spielkonsole? Wie cool ist das denn? Nice. Das nochmal eine. Wie geil. So, hier ist die Tür auch zu. Oh, Scheiße. Hat sie das selbst umgelegt? Ah, Wartungsräume, okay. Verstehe schon. Kette.
denn jetzt hin? Wir haben noch keine ein. Okay, nee, er war hier oben. Anscheinend. Also was immer ihm passiert ist, vielleicht war es ein Alien. Hat schon da oben angefangen. So, abspielen. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Wir sollten uns beschützen. Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Ausweiskarte. Okay. Wartungsheber aufnehmen. Na toll, dann haben wir wenigstens. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Sind da gerade keine Kakalakis hier rausgekrabbelt? Okay. Kapiert. Na gut, dann haben wir jetzt einige Türen zu öffnen. Zum Beispiel hier. Leuchtfackel. Ich dachte, jetzt wäre ein fetter Stift. Tonband. Folgende Person. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja, oder er wollte ihm was antun, was man nicht aufnehmen darf. Nein. So. Was soll die Musik? Gar nichts los. Warum so eine bedrohliche Musik? Ach, warte mal, hier ist ein Speicherpunkt. Unbedingt speichern. Die Bänke da hochgestellt? Oh, eine Kamera. Natürlich eine Retro-Kamera. Oh oh. Ganz ruhig. Okay, okay. Der sieht nicht so aus, als ob er eine Waffe richtig benutzen kann. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen.
Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Ja. Hallo, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Was denn für Gefahren? Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ja, ja. Die Katze liegt unter meinen Beinen und mir schläft. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Ah. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Natürlich. Natürlich. Sieht aus wie, sieht irgendwie aus wie so ein American Truck. Du gehst aber schön langsam. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Natürlich, wo wäre ich denn sonst hergekommen? Dummbatz. So. Ja, wie es weitergeht und ob wir den Axel wirklich vertrauen können, das seht ihr leider erst in einer der nächsten Folgen, denke ich mal. Und wir speichern hier. Und ich verabschiede mich dann für diese Folge und bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, gebt mir noch gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.